Hat es mit dem Zugang vielleicht noch nicht geklappt? Ja, herzlich willkommen zur ersten fachlichen Woche unseres MOOCs. Dann starte ich mal. Wir haben heute eine Einstimmung in die Werkwoche. Dazu haben wir zwei Kolleginnen an Bord, die Maria Krauskopf und die Christina Muth. Und wir werden dort ein spannendes Beispiel erleben, wie die Weiterbildung zusammen mit der Innovation sich bei Merck Gedanken darüber gemacht hat, wie man das Unternehmen voranbringen kann. Und ich darf gleich mal versuchen, an die Maria Krauskopf zu übergeben. Vielleicht kann man einfach noch mal ein kurzes Signal im Chat geben, ob man mich gut hört, ob man das Bildschirm sieht. Dann können wir nämlich starten. Ja, Ja, Frau hallo Krauskopf, zusammen. übernehmen Sie mal, ja. Herzlichen Dank. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass wir heute hier von Merck die Auftaktwoche mitgestalten dürfen, zusammen mit der Innovator Academy. Das ist die Christina Muth. Wir sitzen hier zusammen und freuen uns natürlich auf den Austausch, auf alles, was in dieser Woche passiert und sind natürlich auch gespannt, wie sich das Ganze gestalten wird. Und wir haben die Frage, wie ergänzen sich beide Bereiche optimal? Die Weiterbildung genauso wie das Thema Innovation und Innovation Center. Und daher ein ganz kurzer Abriss vielleicht auf dem nächsten Bild. Wer wird Sie denn diese Woche begleiten? Einfach nur, damit Sie auch ein Bild von uns haben. Wir sind im HR-Bereich Learning Germany. Das ist im Grunde die Weiterbildung in Deutschland. Und da sehen Sie den Dr. Koppe, die Laura Cézanne, die Theresa Philipp, Sonja Malter und mich. Und wir sind für den Bereich Learning Germany für Sie da, um Fragen in dem Zusammenhang zu beantworten. Und für die Innovator Academy haben wir jetzt Christina Muth nur als ein Bild, weil wir haben gerade vorhin gewitzelt, wenn wir alle Personen, die Sie unterstützen, mit auf diese Slide nehmen wollten, würde der Platz nicht reichen. Aber auf jeden Fall ist Christina heute da und wird zum Thema Innovation Center und Innovator Academy etwas sagen. Ja, wie haben wir uns diese Woche vorgestellt? Fängt natürlich jetzt an mit dem Skype-Kick-Off-Meeting. Da können Sie sehen, wie wir uns diese Woche überlegt haben zu gestalten. Täglich werden wir Blogs einstellen zu unterschiedlichen Themen und wir haben uns überlegt, dass wir diese Themen so gestalten werden, dass wir unser Kompetenzmodell dafür nutzen. Und die Kompetenzen können Sie jeweils an den verschiedenen Tagen eben sehen mit Informationen dazu und natürlich stellen wir auch Fragen und freuen uns natürlich sehr, sehr über alles, was von Ihrer Seite kommt, wie Sie uns unterstützen können, was Sie für Ideen haben, was Sie mitbringen können, was uns weiterhelfen kann, um eben an diesen Themen auch weiterzuarbeiten. Dann übergebe ich jetzt an die Christina, die etwas über die Firma Merck als solches und natürlich auch über das Innovation Center etwas erzählen will. Ja, vielen Dank, Maria. Wie schon gesagt, mein Name ist Christina Muth. Ich bin im Innovation Center tätig. Aber bevor wir in das Innovation Center reingehen, vielleicht nochmal eine kurze Übersicht über die Firma Merck, wer wir denn eigentlich sind. Was man hier sehr schön sehen kann, 1668 war der Startschuss, lange vor unser aller Geburt. Das ist mit ein Grund, warum wir im nächsten Jahr die 350 Jahre voll haben sozusagen. Und das auch groß feiern werden. Und was damit noch so alles verbunden ist, das stellen wir Ihnen gleich auch noch vor. Auf jeden Fall hat 1816 wirklich dann der Sprung von der Apotheke zum Weltkonzern auch stattgefunden. Und wir gehen mal kurz ein bisschen durch das Thema Merck. Was haben wir denn so in den letzten 10 Jahren erreicht? Weil ich glaube, wenn wir die fast 350 durchgehen, dann sind wir ein bisschen lange unterwegs, würde deutlich den Rahmen sprengen. Also vielleicht mal kurz auch zum letzten Rebranding. Also 2001 war unser letztes Rebranding, gefolgt von der Einführung der neuen Marke, wie Sie sie hier jetzt sehen, 2015. Dazwischen hat sich doch einiges ereignet an Eröffnung einer neuen Fertigungsanlage beispielsweise. Wir haben einen Geschäftszweig verkauft und auch einige gekauft. Also es ist da wirklich sehr viel in Aktion, was dazu geführt hat, dass unser Team wirklich in den letzten 10 Jahren. Vielleicht gerade noch mal zur aktuellen Folie. Die Unternehmensstrategie ist
die folgende. Wir fokussieren uns auf Wachstum, also Growth, Digitalisierung, Innovation und nicht zuletzt vor allem auf People. Und People ist auch das Thema, worum es heute geht, vordergründig natürlich, in Verbindung mit Innovation. Und an der Stelle möchte ich Ihnen jetzt gerne erstmal, bevor wir in das Thema People näher einsteigen, das Innovation Center noch vorstellen, in welchem ich tätig bin und das eben den Fokus auf die Innovation innerhalb des Unternehmens liegt. Wie schon gesagt, Sie sehen hier auf der rechten Bildhälfte das Innovationszentrum, das aktuelle Innovationszentrum, was wirklich für die Zukunft Merck im Thema Innovation vertreten soll. Herr Niemeyer, jetzt hört man Sie auch sehr stark. Nee, ich suche gerade jemand. Irgendjemand atmet. Ich mache mal alle. Okay. Hoffentlich. Derjenige soll auch bitte weiteratmen, sonst kann er ja nicht mehr zuhören. Wäre ja schade drum. Gut, weiter im Text. Hier sehen Sie sozusagen virtuell uns auch gerade sitzen im aktuellen Innovationszentrum. Warum braucht Merck ein Innovationszentrum? Das liegt ganz klar an den Märkten, an den Marktanforderungen. Wir haben hier einfach eine hohe Anforderung an das Thema Courage, Agilität und Innovation. Wir hier fördern nicht nur das Thema Innovation, sondern wirklich auch das große Thema Kulturwandel innerhalb von Merck. Wir werden Ihnen das im Anschluss auch noch näher erläutern. Einfach, was wir den Mitarbeitern hier bieten, ist ein modernes Arbeitsumfeld, flexible Organisationsform, sehr flache Hierarchien und das in der Kombination eben mit Neugier, Offenheit und Courage ist das, was Innovation auch ermöglicht. Natürlich ist ein Hintergrund ganz klar, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens für die Zukunft zu sichern. Und wie wir das genau tun, würde ich Ihnen gerne im Anschluss hieran gleich erläutern. Zum einen nochmal auf der linken Seite das Innovationszentrum, in dem die Frau Krauskopf und ich gerade sitzen, das es seit Mai 2015 nun gibt. Auf der rechten Seite, ich hatte Ihnen vorhin gesagt, Merck wird 350 Jahre alt, finden Sie unser finales Innovationszentrum. Das ist aktuell noch eine Zeichnung. Wenn Sie jetzt hier eine Live-Schaltung hätten, dann würden Sie eine große Baustelle sehen, in dem man das Gebäude in der Struktur schon deutlich erkennen kann. Das ist also das, worauf Merck ganz klar baut. Das ist unser finales Innovationszentrum, welches gegenüber von dem aktuellen Innovationszentrum gerade in die Höhe wächst sozusagen. Wir werden Anfang Februar 2018 dann in das neue Gebäude auch ziehen. Was tun wir denn im Innovation Center? Im Innovation Center haben wir vier Bereiche. Wir haben einmal den Bereich Accelerator, dann haben wir interne Innovationsprojekte, wir haben den Bereich Think Tank und wir haben die Merck Innovator Academy, die ich leite. All das wäre nicht bekannt, wenn wir nicht auch einen Bereich Marketing und Kommunikation hätten. Und ich würde jetzt ganz gerne kurz im Einzelnen auf unsere Bereiche eingehen, nämlich zunächst mit dem Accelerator-Programm. Da geht es wirklich darum, junge Startup-Unternehmen für 3 Monate in unser Unternehmen zu holen. Einmal parallel in Darmstadt sowie auch in Nairobi. Wir haben üblicherweise immer 3 junge Startups, die wir aussuchen aus den Fachbereichen Biopharma, Biosimilars und auch Life Science, beziehungsweise auch gerade im Bereich Nairobi geht es um Digital Health, was in diesem Bereich von Ländern wirklich einen sehr, sehr großen Fokus und einen sehr, sehr starken Trend hat. Diese Startups bekommen ein 3-monatiges Mentoring-Programm von uns an die Seite gestellt. Die Idee ist wirklich, dass hier Senior Management junge Startups unterstützt und umgekehrt junge Startups bei uns sozusagen den frischen Wind, den Unternehmergeist, den jungen, ideenreichen Unternehmergeist einbringen. Dann haben wir als nächstes die internen Innovationsprojekte innerhalb von Merck und Sie sehen links unten auf den Slides immer nette Bilder. Das sind diejenigen Kollegen von mir, die diese Bereiche leiten. Hier ist es auch so, dass wir intern schon jede Menge Ideen haben und damit meine ich nicht Ideen, die aus dem Bereich R&D, also aus der Forschung kommen, sondern durchaus auch aus anderen Bereichen.
Diejenigen, die wirklich bereits übergreifend sind, sind diejenigen, die zu uns ins Innovation Center kommen können über einen speziellen Bewerbungsprozess. Haben sie den durchlaufen, können auch diese individuelle Trainings und Workshops bekommen rund um das Thema Innovation. Sie haben einen Facilitator und einen Coach an ihrer Seite, der sie in dem Innovationsprozess begleitet. Und wir haben genauso auch Support in den ganzen Bereichen HR, Controlling, Logistik-Support sowie auch ein Budget. Und diese sitzen dann entsprechend mit uns auch im Innovation Center für die Dauer ihres Projektes. Wenn wir einen Schritt früher denken, dann gibt es viele Mitarbeiter, die haben schon ein großes Wissen an verschiedenen Fachbereichen, haben aber noch nicht so richtig eine Idee, aber würden sich gerne ins Innovationszentrum schon mit einbringen. Diese Mitarbeiter sind dann für den sogenannten Think Tank gefragt. Da schauen wir in die Zukunft, schauen ganz klar, was in der Zukunft passieren könnte, schauen nach Trends, wie zum Beispiel 3D-Druck, wie Sie oben rechts sehen, oder Indoor-Farming, und prüfen in dreimonatigen sogenannten Thinktanks mit Mitarbeitern aus unterschiedlichsten Bereichen, ob das ein Trend ist, der für Merck in der Zukunft interessant sein könnte. Wie ich schon gesagt habe, wir alle wüssten nicht, dass das Innovation Center existieren würde. Weder Sie noch wir intern, die Kollegen, die außerhalb des Innovation Centers arbeiten, gäbe es die entsprechende Kollegin nicht, die den Bereich Marketing und Communication verantwortet und darüber eben auch gerade in Social Media sehr stark aktiv ist. Es gibt sehr viel Presseberichte mittlerweile und wir haben auch hier zum Beispiel den sogenannten Innovators Club. Das ist für die Leute, die in der Nähe von Darmstadt leben, eine offene Veranstaltung einmal im Monat, wo wir Innovationsthemen als Vortragsabend haben, wo wirklich auch externe Kolleginnen und Kollegen eingeladen sind, daran teilzunehmen. Und damit würde ich jetzt kommunikativ sozusagen erstmal an die Maria Krauskopf zurückgeben, um das Thema Weiterbildung und damit das Thema People näher zu beleuchten. Ja, genau, danke. Ich möchte Ihnen ganz gerne das Merck'sche Weiterbildungsangebot aufzeigen, das global aufgesetzt ist und das 6 verschiedenen Kompetenzen zugeordnet ist. Die Kompetenzen können Sie hier sehen und das beschreibt Verhaltensweisen, die für uns entscheidend sind, um unsere Ziele zu erreichen und die Mitarbeiter zu befähigen, ihre Aufgaben gut bewältigen zu können. Wir haben die Kompetenzen sinnhaft, zukunftsorientiert, innovativ, ergebnisorientiert, gemeinschaftlich und stärkend. Und nicht nur die Kompetenzen sind uns wichtig, sondern natürlich auch unsere Werte, Mut, Verantwortung, Integrität, Leistung, Transparenz und Respekt. Das alles haben wir zusammengefasst, weil wir überzeugt davon sind, dass wir Mitarbeiter benötigen, die engagiert sind, die motiviert sind, die die richtigen Tools haben und natürlich auch Führungskräfte empowern und befähigen, um ihre Mitarbeiter mitzunehmen, zu motivieren, die richtigen Talente auch zu identifizieren. Zu unserer People Development Strategie gehört natürlich auch, wie die Mitarbeiter zu unterstützen und zu sagen, definiert Entwicklungspläne, sprecht mit euren Vorgesetzten, klärt in Gesprächen, welche Kompetenzen wichtig sind, um euch zu stärken und euch zu entwickeln. Und da ist es für uns sehr wichtig zu sagen, der Mitarbeiter steht im Fokus und der ist wirklich in der Verantwortung zu schauen, was braucht es denn, um meine Entwicklung auch voranzutreiben. HR unterstützt durch die notwendigen Tools und der Manager natürlich auch in der Beratung und im Gespräch, um zu klären, was braucht es eben, um sich zu entwickeln, seine Beschäftigungsfähigkeit auch zu stärken, um sich eventuell auch horizontal oder vertikal zu entwickeln. Das Ganze kann man hier sehen, das ist unser übergeordneter Learning Frame, der global aufgesetzt ist. Wir sind natürlich dem 70-20-10 Ansatz gefolgt und mit unseren Werten, genauso wie mit unseren Kompetenzen, stehen den Mitarbeitern und Führungskräften und Teams unterschiedliche Angebote zur Verfügung. Das Thema Appraisal Tools, da geht es zum Beispiel um das Multi-Rater-Feedback. Das ist ein 360-Grad-Tool,
Und genauso auch Management Employee, dass man eben schauen kann, wie bewerte ich mich, wie sieht mein Vorgesetzter mich. Der Entwicklungsplan, Development Plan mit dem Advisor dazu ist auch natürlich ein wichtiger Schritt, auch zu schauen, was braucht es, welche Kompetenzen sind hier noch wichtig in meiner Position, um mich weiterentwickeln zu können, um in die nächste Rolle mich entwickeln zu können. Vielleicht auch mal einen Sidestep zu machen, um zu schauen, wenn ich die Kompetenz noch mitnehmen kann, befähigt mich das dazu, in eine höhere oder ähnliche Rolle noch mich zu entwickeln. Was tun wir? Das kann man rechts oben ganz gut sehen. Für alle Mitarbeiter gibt es natürlich Classroom-Trainings, also die klassischen Präsenztrainings. Ein E-Learning-Tool ist vorhanden, wo es sehr, sehr viele E-Learnings zu unterschiedlichen Themen gibt, fachlich und überfachlich. Wir haben ein Mentoring-Programm. Cultural Navigator ist ein Tool, um eben sich auf interkulturelle verschiedene Kulturen einstellen zu können, vorbereiten zu können. Und für Manager gibt es verschiedene Programme, sie zu befähigen, als Führungskräfte zu befähigen, für Führungskräfte, die erst in die erste Rolle gehen, genauso wie aber auch für gestandene Führungskräfte und auch genauso Talentprogramme. Und Coaching ist ein Tool, das auch Managern zur Verfügung steht. Für Teams gibt es die Möglichkeit zu sagen, wir wollen im Team stärker, besser und intensiver oder auch leistungsstärker zusammenarbeiten. Und da bieten wir auch das Team Performance Toolkit, was aber auch eine Art Möglichkeit ist, erstmal über ein Survey das Thema zu eruieren, woran wollen wir arbeiten, damit wir dann auch am Ende mit einem Workshop gestalten können, wie können wir es schaffen, besser zusammenzuarbeiten, um leistungsstärker zu sein. Ja, hier würden wir Ihnen gerne einen kleinen Film zeigen für unsere Mitarbeiter zum Thema Entwicklung und mal schauen, wie ich diesen Film gestartet bekomme. Mein Vorschlag wäre an der Stelle, weil wir eine starke Rückkopplung haben, dass wir diesen Film vielleicht auf die Plattform stellen und Sie ihn sich zu einem späteren Zeitpunkt anschauen können. Ja, machen wir, legen wir hoch auf die Plattform. Je nachdem, vielleicht die Inhalte nochmal entsprechend nach Abstimmung, ne? Genau. Dass wir einfach da noch weiter. Ja, dann zeige ich die nächste Folie, wo ich einfach nochmal auf zwei, drei Aspekte noch kommen möchte zum Thema Weiterbildung in Deutschland. Ich habe Ihnen den globalen Rahmen gerade vorhin gezeigt und man kann die weiß hinterlegten Punkte sehen. Das sind genau die Angebote, die man vorhin auch sehen konnte, die wir für Mitarbeiter, Manager und Teams anbieten. Aber in Deutschland weit gibt es natürlich auch andere Bedarfe. Und dementsprechend bieten wir für Mitarbeiter zum Beispiel deutschlandspezifische Trainings an. Und das Thema Querdenken vielleicht, eine Art Kreativitätstechnik oder emotionale Intelligenz wären zum Beispiel Themen, die nicht weltweit vertreten sind, die wir aber in Deutschland identifiziert haben und auch als Trainings offen anbieten. Thema Lernespresso hatten wir, glaube ich, in unserem Einführungsvideo erklärt. Das sind Kurzworkshops, wo wir auch Referenten einladen, um in 2 Stunden für alle Mitarbeiter kostenlos eine Art, ein Intro in ein Thema geben und auch Medien zur Ausleihe bereitstellen dafür, um so das Thema zu adressieren und auch bewusst zu machen. Und das kommt auch sehr, sehr gut an und ist wirklich ein ganz gutes Format, um kleinteilig Wissen zu transportieren. Die Entwicklungsberatung und auch Lernberatung ist eine Möglichkeit für Mitarbeiter, sich unterstützen zu lassen, zu reflektieren über Kompetenzen, zum Beispiel, was muss ich tun, was braucht es, damit ich in bestimmten Bereichen mich verbessern kann und mich stärken kann. Für Manager gibt es ein spezielles Programm neben den Managerial Foundation und Advanced Management Programm. Gibt es da die Möglichkeit für den Bereich, der bei uns hier auch in Darmstadt sehr stark vertreten ist, in der Produktion, die Meister. Dafür haben wir ein spezielles Führungskräftetraining aufgesetzt und weitere deutschlandspezifische Trainings für Führungskräfte, zum Beispiel Frauen in Führung wäre ein Thema oder Leader as a Coach. Für Teams, auch da gibt es bereichsspezifische Teammaßnahmen, egal welches Thema von Teams gewünscht wird, gehen wir auf die Suche und vermitteln eben da den passenden Referenten, der in den Teams unterstützen kann.
Das Thema aktuelle Innovationen, wo sind wir dran? Also da kann ich kurz anreißen. Es gibt eine Development-App, die hat mehrere Funktionen. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, diese kleinen Filme, Videos, die wir aufgezeichnet haben für die Mitarbeiter, damit sie sich über das Thema Entwicklung auch informieren können. Die können Sie darüber abrufen. Aber genauso haben Sie die Möglichkeit, nach jedem Training, was Sie machen, dieses Training damit eben zu beurteilen oder bewerten. Genau. Das ist das eine zum Thema Development App. Das Thema Modularisierung der Weiterbildungsangebote ist eins, in dem wir sagen, wir wollen große Themen kleinteilig anbieten, um da eben den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich spezifisch und individuell die Weiterbildungspakete zu buchen, die sie benötigen. Das Thema Feedback wollen wir stärker im Unternehmen adressieren. Da sind wir im Moment dran an Tools, wie wir das machen können. Und das Thema Gruppen-Development-Gespräche. Auch hier wollen wir initiieren, mehr in das Thema Collaboration und mehr in das Thema Kommunikation. Wie bekommen wir Informationen in die Bereiche und wie können zum Beispiel Ziele nicht nur für Einzelpersonen gesetzt werden, sondern vielleicht so in Gruppen, auch dass man ein Gruppenziel erreichen kann. Das Thema Individualisierung der Weiterbildungsangebote gilt grundsätzlich. Da sind wir einfach dabei zu schauen, welche Themen sind wichtig, was ergibt sich jetzt gerade in nächster Zeit, um auch da Themen anzupassen, Formate anzupassen. Und ja, das letzte Punkt, Roadshows in Bereichen, Industrie 4.0. Da ist zum Beispiel unsere Gruppe unterwegs in Produktionsbereichen, um da zum Beispiel eine Virtual Lens auszuprobieren und einfach mal zu zeigen, was ist das eigentlich, weil viele reden drüber, andere wissen eben nicht, wie sowas aussieht. Und da ist es uns wichtig, auch da das zu transportieren und zu zeigen, was es alles gibt. Kurz hier noch der modulare Ansatz. Eigentlich das, was ich vorher schon erwähnt habe, in unserem Learning Management System gibt es derzeit Weiterbildungsangebote mit einem bestimmten Inhalt und wir wollen eben diese Kombination möglich machen, dass verschiedene Weiterbildungen gebucht werden, spezifisch und individuell für das, was ihr eigener Bedarf ist. Genau das Gleiche gilt für das Thema Rollen. In dem Moment, wo Sie eine Rolle ausfüllen und sich vielleicht eine andere Rolle oder für eine andere Rolle interessieren, wollen wir auch da die Weiterbildungsangebote so zuordnen, dass jeder transparent weiß, wenn ich jetzt in eine andere Rolle wechseln möchte, ist es wichtig, an der und der Kompetenz zu arbeiten. Und hierzu gibt es folgende Weiterbildungsangebote. Ja, wie sehen wir Lernen in 2025? Zum einen modular und kleinteilig, so wie wir es auch schon anfangen und angefangen haben umzusetzen, indem wir eben kleinteilige Angebote haben, auch das Thema Individualisierung und Modularisierung auch integriert haben, aber auch, dass man überall arbeiten kann und auch die Möglichkeit hat, eben von zu Hause auch mobil zu arbeiten, solche Dinge, dass Wissen eben frei zugänglich ist, dass wir eine lernende Organisation sind und werden und dass wir auch unser Wissen teilen. Und natürlich ist uns auch im Bereich der Mensch am wichtigsten zu sagen, was braucht der Mitarbeiter, dass er auch tatsächlich begeistert ist, das alles mitzumachen, um sich zu stärken, um beschäftigungsfähig zu sein. Und da wollen wir eben auch ein Lernbegleiter sein und nicht nur Wissensvermittler. Hier würde ich jetzt gerne nochmal an die Christina Muth übergeben zum Thema Innovator Academy. Okay, wir haben hier einige Fragen schon im Chat. Maria, ich habe versucht, in deinem Namen ein wenig zu antworten. Gerne. Eine Frage ist noch, ist das eine selbstprogrammierte App oder arbeiten Sie mit externen Partnern? Wir haben mit einem externen Partner, soweit ich weiß, daran gearbeitet. Und wie viele Mitarbeiter in der Weiterbildung arbeiten? Ich glaube, das ist fast nicht möglich darzustellen. Ne? In der Weiterbildung global kann ich es gar nicht mal sagen.
Wir hier in Deutschland sind die Mitarbeiter, die wir vorhin auf der Slide auch gezeigt haben. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5 Personen hier für Deutschland. Und dann war noch eine Frage, wie zufrieden oder happy wir mit SuccessFactors sind. Ich glaube, ich denke, kann ich an der Stelle auch nichts zu sagen. Ich denke, das Thema SuccessFactors, da würde ich gerne im Austausch dann in der Diskussion darauf nochmal Bezug nehmen. Und 70-20-10 wird tatsächlich auch umgesetzt, indem wir in unserem Entwicklungsratgeber Beispiele aufzeigen zu den unterschiedlichen Kompetenzen und über fachlichen Stärken und Schwächen. Und wie kann man es schaffen, eben zum Beispiel eine Kompetenz, die man stärken will, in seinem Arbeitsalltag zu stärken. Da gibt es Beispiele dafür. Aber ich denke... Es gab noch eine Frage aus dem Chat. Das war die Frage zu den Facilitators, zu den Coaches, wie viele dort vorhanden sind und ob die Fulltime arbeiten. Das Thema Coaching, wir arbeiten nur mit externen Coaches zusammen, von daher kann ich da jetzt gar keine genaue Zahl geben und das ist sehr unterschiedlich. Da könnte ich bei der Innovator Academy gleich noch was dazu sagen. Vielleicht gehen wir da einfach mal weiter. Ja. Weil wir haben das Thema Coaches bei uns ein bisschen anders aufgesetzt, aufgrund der Bedürfnisse, die wir im Bereich Innovation haben. Kommen wir vielleicht nochmal gerne auf das Thema, was hat denn jetzt das ganze Thema Lernen und Weiterbildung überhaupt mit Innovation zu tun und wie kann man nun beide Komponenten optimal verbinden? Dazu vielleicht erstmal die Frage in die Runde, was bedeutet denn Innovation, damit wir einfach von einem gemeinsamen Verständnis ausgehen? Zum einen heißt es für uns ganz klar Kreativität erhalten oder auch fördern. Diversität suchen, das ist auch ganz, ganz wichtig, um Innovation voranzutreiben, eine diverse Gruppe zu haben. Ist auch wichtig im Bereich Weiterbildung. Dann die Zusammenarbeit fördern. Ich glaube, Maria, das sind hier gerade ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Kommen wir auch im Anschluss nochmal darauf zu sprechen. Dann Fehler zulassen ist ein ganz entscheidender Punkt an der Stelle. Auch dazu gleich nochmal 1, 2 Beispiele, wie wir das tun und wie wir das unterstützen. Und Freiheit nehmen, natürlich in einem gewissen Rahmen Freiheit nehmen, gar keine Frage. Aber auch das ist ein Thema, was wichtig ist für den Bereich Innovation. Kommen wir erstmal zum Umfeld. Innovatives Lernen braucht auch ein entsprechendes Umfeld. Ich denke, die linke Seite, das ist genau das, wie es bei Merck auch an der einen oder anderen Stelle aussieht, gar keine Frage. Sicherlich auch in dem einen oder anderen Unternehmen innerhalb von Deutschland oder darüber hinaus. Für das Thema Innovation haben wir jetzt auf der rechten Seite die oberen beiden Bilder, sind Bilder aus dem aktuellen Innovation Center, wie wir arbeiten im Open Space, also in offenen Räumen, wirklich offene Büros und unten drunter, das sind sozusagen die geplanten Räumlichkeiten für das neue Innovationszentrum, also wo es einfach ein ganz klarer Schwerpunkt auch auf die Themen Networking gelegt wird, inspirierende Atmosphäre, macht es an der einen oder anderen Stelle auch mal schwierig, konzentriert an Themen zu arbeiten, gar keine Frage, aber es ist wirklich ein ganz anderer Spirit. Ich sage immer, es ist ein Kulturschock, wenn man zum ersten Mal ins Innovationszentrum kommt als langjähriger Mitarbeiter. Aber ein positiver. Ja, definitiv. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zur Innovator Academy. Was sind also unsere Aufgaben? Ganz klar, das sind die Aufgaben, wirklich die Mitarbeiter zu befähigen, Innovation voranzutreiben. Das ist unsere Aufgabe. Das tun wir über diverse Tools, zum einen eben auch über individuelle Trainings. Unser Trainingsangebot hat sehr stark etwas mit Kreativitätstechniken zu tun, wie zum Beispiel Design Thinking, Scrum, agile Methoden, Lean Startup. Das sind Themengebiete, mit denen wir uns hier beschäftigen. Wir haben im Gegensatz zur HR-Weiterbildung haben wir eigene Coaches, ich würde es in Anführungsstrichen setzen. Wir haben eine Mitarbeiterin, die sich dafür engagiert und die dafür verantwortlich ist. Und wir haben aus den Merck-eigenen Reihen ausgebildete Coaches rekrutiert, die on top zu ihrer zusätzlichen Arbeit
ein Coaching für Mitarbeiter innerhalb des Innovation Centers übernehmen, die sozusagen Mitarbeiter, die diesen Innovationsprozess durchlaufen, einfach begleiten. Weil Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen von einer üblichen Bürowelt oder Laborwelt, sind im Innovation Center in einem völlig neuen Bereich, haben sehr, sehr viele Freiheit, es ist wenig prozessgetrieben, da müssen Sie erstmal schauen, wo bin ich denn, wie gehe ich denn jetzt los, wer hilft mir, wer nimmt mich so ein bisschen an die Seite, und das ist, was die Coaches tun. Dann haben wir das Thema Merck Experts, das sind sogenannte Expertengruppen, die wir gegründet haben. Wir haben ja eingangs gesehen, wir haben drei Geschäftsbereiche innerhalb von Merck. Das bedeutet, an dem Beispiel Marketing gesprochen, nicht jeder Mitarbeiter aus dem Pharma-Marketing kennt auch jemand in Life Science oder Performance Materials. Die Expertengruppen haben das Ziel, Mitarbeiter aus den gleichen Fachbereichen miteinander zu vernetzen, zum einen. Und zum Zweiten, den Mitarbeitern auch die Möglichkeit zu geben, sich mit ihrem Fachwissen in das Innovationszentrum, in die Innovationsprojekte mit einzubringen, wenn dort deren Expertise gefragt ist. Zum Dritten haben wir Change of Failure Culture, wie ich es hier genannt habe. Wir haben sogenannte Fuck-Up Nights. Darf ich nicht so arg gerne in den USA sagen, da ist es doch deutlich stärker ein Schimpfwort, als es hier in Deutschland ist. Das Ziel ist aber ein gutes. Das Ziel ist wirklich, die Fehlerkultur innerhalb des Unternehmens zu verändern, langfristig zu verändern und nachhaltig zu verändern. Deswegen veranstalten wir alle halbe Jahr einen solchen Event, wo wir zum einen einen Keynote-Speaker haben, der sehr, sehr schön plastisch darstellt, wie man aus Fehlern lernen kann. Und dann haben wir aus dem Management immer wieder Diskussionsteilnehmer, die sich wirklich vorne hinsetzen und von ihren Fehlern berichten, von ihren Erfahrungen, was sie daraus gelernt haben, um langfristig alle Mitarbeiter wirklich zu ermutigen, auch daran teilzuhaben, auch aktiv über ihre Fehler zu sprechen, um daraus zu lernen und wirklich auch voranzukommen. Dann haben wir gerade vor kurzem auch die Online Academy gelauncht. Das ist das zweite Tool, von dem ich eben auch im Chat gesprochen habe. Das ist eine Learning-Plattform, die in Zukunft auch mit unserer Learning-Plattform vom HR-Bereich verknüpft werden kann. Das heißt, Mitarbeiter können automatisch von der einen oder anderen Plattform zurückspringen. Diese Plattform, dazu wird es morgen einen Film geben für die morgige Gesprächsrunde. Da wird kurz erklärt, was diese Plattform alles kann und beinhaltet. Und das ist morgen ein Thema der Diskussion. Nochmal kurz im Überblick, was tun wir? Wir tun also, vor allem sind wir dafür da, zu unterstützen, die Mitarbeiter zu unterstützen. Zum einen, das sagt das Innere dieser drei Kreise, innerhalb des Innovationszentrums, aber auch außerhalb des Innovationszentrums alle Merck-Mitarbeiter, Innovation wirklich voranzutreiben. Das tun wir, indem wir sie zum einen befähigen, Innovation voranzutreiben durch Trainings, durch Workshops, aber auch indem wir ihnen wirklich die Power geben, etwas zu verändern, etwas voranzubringen durch die Coaching-Begleitung. Und zum Dritten aktivieren wir sie wirklich, etwas zu verändern, zum Beispiel wie durch diese Events zur Fehlerkultur. Ein Beispiel, Lernen durch Netzwerken. Viele von Ihnen werden das Format Barcamp kennen. Das ist etwas, was wir auch sehr schön nutzen. Wir haben hier regelmäßig Barcamps, die das Thema unterstützen, das Thema Innovation. Wir haben ein Thema Digital Innovation gehabt und haben dazu letztes Jahr ein Barcamp veranstaltet. In diesem Jahr haben wir gerade letzte Woche ein erfolgreiches Barcamp mit externen und internen Teilnehmern zum Thema 3D-Druck gehabt, welches dann nochmal die Aktivitäten innerhalb des Innovation Centers unterstützt hat, weil 3D-Druck ein Thema unserer internen Projekte auch darstellt. Das ist auch etwas, was wir im Chat gerne nochmal diskutieren okay. können. Und es gibt auch noch ein paar Fragen zum Thema, ist das eine selbstgebaute? Wie lange gibt es die Innovator Academy? Auch zu dem Tool, was ihr nutzt, ja. Selbst gebaut? Oder? Also das Tool ist definitiv selbst gebaut. Das ist eine eigens programmierte Plattform. Sehr, sehr stark liegt der Fokus auf Interaktivität. Und da würde ich auch vorschlagen, dass wir dazu gerne morgen diskutieren im Chat,
weil wir da auch den entsprechenden Film hinterlegt haben werden, was die Plattform beschreibt und auch die ganzen Vorteile der Plattform nochmal sehr schön plastisch beschreibt. Der Film geht 2,5 Minuten. Ich kann nur jeden auffordern, sich das morgen mal anzuschauen. Und dann bin ich im Chat auch gerne absolut aktiv für Sie bereit, da nochmal individuell auch Fragen zu beantworten. Wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht, um die Plattform aufzusetzen. Auch da, trotz Innovation, hat auch uns eine Weile gekostet, das Ganze aufzubauen. Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Fehlerkultur. Hier ist es wirklich die Mischung, die es macht, um die Mitarbeiter aktiv daran teilhaben zu lassen. Es geht darum, einmal haben wir als Event Location natürlich das Innovation Center gewählt. Zum Zweiten gibt es auch so ein bisschen was drumherum. Also eine Mitarbeiterin aus meinem Team, die für die Organisation zuständig sagt immer, mit Essen kriegst du sie alle. Ist ein Stück weit natürlich auch so, ist natürlich nicht der Kern, gar keine Frage. Aber wir sorgen sozusagen auch für das Nette drumherum. Es gibt Musik, es wird im Sommer gibt es immer ein Barbecue für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter können ein Erinnerungsfoto machen. Wir haben interne und externe Sprecher. Hier sehen Sie als externe Sprecherin die Dr. Renny Moore, die sehr erfolgreich eigene Firmen innerhalb von Deutschland und international gegründet hat. Und Sie sehen den Michael Gamba, den Leiter des Innovation Centers hier, der auch immer wieder aus dem Nähkästchen plaudert, was so bei uns im Innovation Center auch alles mal nicht rund läuft und auch nicht rund laufen darf, sondern es geht ja darum, auch wirklich Dinge voranzutreiben, was bedeutet und voraussetzt, dass wir Dinge ausprobieren müssen. Und dementsprechend passieren dann eben auch mal Fehler, aus denen wir, ganz wichtiger Aspekt, eben auch lernen. Und ganz wichtiger Aspekt, die Mitarbeiter sollen sich auch untereinander austauschen. Dafür ist auch Zeit, auch Wünsche mitzuteilen, was sich im Unternehmen langfristig zu diesem Thema ändern soll. Sie haben auch die Möglichkeit, Feedback zu geben und natürlich letzten Endes voneinander zu lernen. Hier haben Sie mal so ein paar Eindrücke, wie das dann so aussieht. Rechts unten, wie die Bilder auch aussehen, die Erinnerungsbilder. Links oben haben Sie so eine Panel-Diskussion, wo Sie da sitzen auch und entsprechend über Themen diskutieren. Sie haben links unten die Mitarbeiter und auch in der Mitte, die wirklich aktiv auch an diesen Diskussionen teilnehmen. Es ist rundum ein erfolgreiches Event mit im Schnitt zwischen 300 und 400 Mitarbeitern in Darmstadt vor Ort. Und wir werden diesen Sommer zum ersten Mal auch eine Live-Schaltung in andere Länder haben, sodass wir auch das Ganze international langfristig aufstellen, um auch internationalen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, da auch mitzudiskutieren. Anschließend stützen wir das Ganze natürlich, das Thema, indem wir Webinare veranstalten mit dem Schwerpunkt Veränderung der Fehlerkultur und hier auch nochmal ein paar Impulse geben. Wie kann ich denn mit Fehlern umgehen? Was kann ich tun, um daraus zu lernen? Und natürlich bieten wir auch Trainings an, sowohl vor Ort als auch auf unserer Online-Plattform, als auch in Kooperation mit Learning Germany in dem Fall, weil auch auf unserer Learning-Plattform vom HR-Bereich es zu diesem Thema auch sehr viele Angebote gibt. Und nicht zuletzt wird dieser Event auch immer wiederholt. Das heißt, wir stehen jetzt gerade vor dem dritten Event, der im nächsten Monat stattfinden wird. Kommen wir gerade sehr schön mit dem Thema Fehlerkultur, wo wir schon sehr viel zusammenarbeiten, vielleicht nochmal generell auf die Zusammenarbeit. Was tun wir schon? Und die Maria Krauskopf und ich, wir sind da, glaube ich, ein Lebensbeispiel der Zusammenarbeit. Wir haben verschiedene Themen, aber wir haben gerade ein Thema, was die Frau Krauskopf und ich zusammen aus der Taufe gehoben haben, sozusagen. Die Maria sagte vorhin etwas über Lernespressi, so hast du es, glaube ich, genannt. Genau. Ne? Klein, das, stark und wirksam habe ich sie getauft. Richtig, ganz genau. Und diese Lernespressi haben wir sozusagen mit einer Prise Innovation versehen und haben daraus eine gemeinsame Veranstaltung gemacht zum Thema Design Thinking, eine Kreativitätsmethode, die wir jetzt gemeinsam hier im Innovation Center veranstalten. Sozusagen ein Lernespressi 2.0, genau, würde ich jetzt mal sagen, wo wir gemeinsam Leute einladen und das unter einem gemeinsamen Dach schon veranstalten. Und dementsprechend nutzen wir uns gegenseitig als Multiplikatoren. Die Academy kooperiert ganz klar mit HR. Das heißt, deswegen ist auch unsere Plattform in Zukunft mit der Plattform
von HR verbunden, um wirklich hier zu zeigen, das ist nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander, weil nur so können sich ergänzende Angebote eben auch entsprechend gegenseitig auch supporten. Maria, magst du dazu noch was sagen? Ja, im Grunde vielleicht nochmal hinweisen, die Innovator Academy ist ja auch in Kooperation mit HR aufgebaut worden und entstanden. Von daher sind wir von Anfang an mit auch dabei gewesen, auch die Themen unserer Kompetenzen mit einfließen zu lassen. Und das ist ja auch ganz wunderbar geglückt. Und das Thema Kollaboration ist genau das, wo wir eben interessiert sind. Wie ergänzen sich auch im Bereich Personal? Da wollen wir von Ihnen lernen, da wären wir interessiert dran, in Diskussionsbeiträgen einfach uns einen Blog reinstellen, oder es ist, glaube ich, schon reingestellt zum Thema Kollaboration. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn wir hier viele Anregungen, Diskussionsbeiträge von Ihnen erhalten und so den gelebten 70% Teil zu haben, nämlich voneinander zu lernen von Menschen, die alle am gleichen Thema interessiert sind und auch arbeiten. Und ja, das wäre es von meiner Seite. Und wir danken ganz herzlich, dass wir die Möglichkeit haben, hieran teilzunehmen und freuen uns schon auf diese Woche. Prima, herzlichen Dank, Frau Muth, Frau Großkopf. Es war eine Menge Informationen in kurzer Zeit. Telefoniert bei Ihnen jemand im Hintergrund? Nein, das ist nicht bei uns. Also das muss einer der Teilnehmer sein, der hier gerade telefoniert. Ich würde gerne noch ein kleines Okay, jetzt müssen wir mich wieder hören. Ist aber auch hier die Stimmschale. So, jetzt kann man uns, glaube ich, wieder hören. Ja. Ich habe einfach mal alle ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, damit wir den sehen. Es war die Frage über die SharePoint-Seite. Da geht es darum, nein, es ist keine der Plattformen eine SharePoint-Seite. Wie gesagt, die Lernplattform von HR basiert auf SuccessFactors und die Seite von der Innovator Academy ist eine externe Webseite, die natürlich passwortgeschützt und login-geschützt ist. Beide haben eine Schnittstelle vorbereitet, sodass wir beide Seiten verknüpfen können. Wir haben eine externe Webseite deshalb für die Academy gewählt, weil wir externe Teilnehmer haben. Ich hatte ja vorhin unser Accelerator-Programm erläutert. Und genau darin kann man eben auch entsprechend sehen, dass natürlich Externe nicht auf unsere internen Dinge auch Zugriff haben dürfen. Und deswegen haben wir diese Lösung gewählt, haben aber dennoch sichergestellt, dass alle Merck-Mitarbeiter, die sich auf beiden Plattformen bewegen, jeweils zwischen beiden Plattformen hin und her springen werden können, um wirklich auch hier nochmal die Zusammenarbeit zu stärken. Nichtsdestotrotz haben wir ans Ende gestellt, wie ergänzen sich unsere beiden Bereiche optimal, weil das wirklich etwas ist, wo wir den Fokus noch stärker in Zukunft drauf legen möchten und wo wir gerne in den Austausch gehen möchten, weil das einfach etwas ist, was uns wichtig ist, weil Angebote sich ergänzen sollen. Und da hoffen und wünschen wir uns viele Anregungen von Ihnen, von den Teilnehmern, für uns. Okay, also vielleicht sollten wir noch mal kurz sprechen, was wir diese Woche machen wollen. Das ist ja auch eine relativ volle Woche. Wir haben ja heute Abend wieder den Working Out Loud Circle, den öffentlichen. Morgen Nachmittag haben wir Denise Pflegin als Übertragung, aber unabhängig davon wollen wir diesen ganzen Input, den wir jetzt skizziert bekommen haben, auch noch mal ein bisschen vertiefen. Und geplant ist, dass wir uns einerseits mit dem Kompetenzmodell von Merck beschäftigen. Wir werden jeden Tag ein bzw. zwei Elemente des Kompetenzmodells uns anschauen können, die in einem Blogbeitrag vorgestellt werden. Und Merck hat uns an die Community dann eigentlich auch immer ein, zwei Fragen gestellt, um vielleicht nochmal ein paar weitergehende Informationen zu bekommen, Anregungen zu bekommen, Hinweise zu bekommen. Wir haben jetzt den ersten Blog schon freigeschaltet. Da geht es um das Thema Kollaboration generell. Und die Diskussion, der Chat, der findet eben in den Kommentaren zu dem jeweiligen Kompetenzfeld statt. Frau Muth, Frau Krauskopf,
Habe ich das richtig dargestellt? Ja, das haben Sie auch richtig. Goldrichtig. Goldrichtig, okay. Wohin ich vorhin nochmal verwiesen hatte bezüglich der Online-Plattform, das wäre das Thema unterhalb Innovation dann morgen. Ja, nur okay. Für diejenigen, die da schon praktisch sich das notiert hatten. Ja. Da ist auch dann morgen der Film hinterlegt über die Academy, die Online-Academy. Okay. Beim Team Merck gibt es da eine Twitter-Möglichkeit, Sie per Twitter zu erreichen? Das war auch eine Frage mal. Ich glaube nein aktuell, weil wir nur einen offiziellen Merck-Twitter-Account haben, der tatsächlich ja, also nicht von Mitarbeitern einfach so genutzt werden kann. Und deswegen ist das eine Möglichkeit, die, glaube ich, nicht in der Form stattfinden kann. Okay. Wir haben uns noch überlegt, wie wir das machen können, wenn wir jetzt mit unseren Accounts sozusagen uns einloggen. Bei manchen ist es möglich. Bei anderen ist es so, dass wir dann einfach uns mit dem privaten Account vielleicht melden und dann eben aber auch ganz klar sagen, das vertritt jetzt nicht die Meinung des Unternehmens Merck, sondern das ist meine private Meinung, die ich da in diesen Chat oder in diesen Blog reingebe. Mhm. Und die Möglichkeit haben wir erfragt. Das ist machbar. Aber es ist nicht machbar, eben wie die Christina schon sagte, das offiziell über den Merck'schen Twitter-Account zum Beispiel zu machen. Genau, da haben wir einfach strenge Regularien. Aber der Simon Dückert hat ja freundlicherweise gerade den Link gepostet zum Blog. Und in diesem Blog werden wir definitiv sehr aktiv dabei sein und die Diskussion auch weiter verfolgen über die ganze Woche. Joachim, also Stelle würde ich mich gerne noch mal kurz einschalten. Ich bin jetzt glücklicherweise doch wieder online. Mein Mikrofon geht jetzt. Müssen wir nachher noch mal drüber reden. Dieses Thema Twitter. Niemand sollte aus der Community über den offiziellen Unternehmensaccount twittern. Wir sind eine Community, die zwischen Menschen besteht und nicht zwischen Unternehmen. Und ganz wichtig ist, dass alle nur über ihre persönlichen Accounts twittern. Und es geht nicht um Unternehmensmeinung. Es geht um die Sichtweisen der einzelnen Corporate Learning Experten. Und das ist eigentlich spannend, deshalb gar nicht erst auf die Idee kommen, irgendeinen Unternehmensaccount zu verwenden. Aber Twitter ist wirklich ein Kanal, den möglichst alle nutzen sollten, denn da werden die meisten Informationen hier in diesem MOOC-Athon verteilt. Und Twitter ist ja Learning Tool Nummer 1 über 7 Jahre hinweg bei Jane Hart. Also wir sollten uns sowieso damit beschäftigen. Okay, wollte ich gerade aussagen. Da gab es jetzt gerade noch eine Frage, ob die Slides getwittert werden dürfen. Also ich würde ganz gerne das erstmal lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir da einfach, wir sind da ein bisschen an Unternehmensvorgaben gebunden und gerne Teile aus der Diskussion, das sehe ich auch völlig unkritisch, nur ich würde ungern jetzt unserer Merck-Kommunikation da, das dann. Okay. Ich würde sagen, Tweets löschen muss nicht sein. Kann man ja auch mal checken, ob die Merck-Kommunikation das merkt. Genau, genau. Also das würde ich jetzt einfach laufen lassen. Ich würde vielleicht nicht aktiv dann weiter da unterwegs sein. Gut, und angesichts der vielfältigen Kanäle und des Merck-Teams war der Wunsch eigentlich schon sehr stark, jetzt auf den Seiten der einzelnen Blogbeiträge zu diskutieren. Genau. Das wäre nicht schlecht. Videos, die Aufzeichnung werden wir bereitstellen, das ist klar. Die Präsentation, soweit sie dann zugänglich ist, auch. Die Videos werden wir hochstellen. Wir werden auch das Video von morgen mal vorab hochladen, sodass wir es anschauen können. Prima. Ja, also insofern ja. Und auf YouTube wird es freigeschalten sein und das ist auch in Ordnung, gar keine Frage. Und ja, wie jemand sehr schön kommuniziert gerade, das ist wirklich ein Problem von Großunternehmen und Großkonzernen. Das kann man so gar nicht, leider nicht verhindern. Das wird anderen Unternehmen auch so gehen. Ja, okay. Prima, okay. Wenn dann keine Fragen sind, Karl-Heinz, bist du noch da? Ja. Könnt ihr vielleicht für morgen noch ein bisschen was sagen, für den morgen Nachmittag?
Morgen haben wir Nils Pfleging eingeladen. Er hat ja immer eine sehr pointierte Sicht auf all das, was in Unternehmen heute passiert. Und er wird morgen seine Sicht über die Digitalisierung und die Zukunft von Führung und HR uns mal darlegen. Und Nils Pfleging ist jemand, der sehr so in komplexen Systemen denkt. Und ich glaube, das ist auch ein guter Input, der nicht bloß für die Merkwoche, sondern für unseren Mukaton noch eine gute Startvoraussetzung ist, so seine Perspektive da zu bekommen. Wer in der Nähe ist, morgen Frankfurt, 13 Uhr, man müsste sich kurz anmelden bei Charlotte Fennemar. Auf unserer Homepage findet man ihre Adresse. Und alle anderen können morgen aber natürlich auch wieder live dabei sein. Wir werden es auch aufzeichnen und anschließend wieder auf YouTube stellen und auf unserem Blog. Wunderbar. Okay. Dann beschließen wir den Tag und gehen in die Diskussion. Der erste Beitrag ist freigeschaltet und morgen erfolgen dann die nächsten zwei Kompetenzen. Wunderbar. Herzlichen Dank nochmal. Danke auf unserer Seite. Okay, ciao. Danke, tschüss.